herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Es ist Sitzungswoche und es steht wieder auf der Tagesordnung der Haushalt. Der soll nun endlich verabschiedet werden. Und ob das so wird oder nicht und über andere Themen wie zum Beispiel AfD-Verbot und vieles mehr, was in dieser Woche noch geschehen könnte, will ich reden heute mit dem Abgeordneten der CDU, Thomas Heilmann, früher Justizsenator in Berlin. Herzlich willkommen. Am 11. Februar wird gewählt, fangen wir damit mal an, wieder Wiederholungswahl in einigen Wahlbezirken, 435 von über 2000. Na, Sie schmunzeln, weil wie geht's aus? Haben Sie schon so das Beben der Erde erfasst? Also die Stimmung für die CDU ist ganz gut. Wir haben eine sehr interessante Entwicklung bei den Briefwahlanträgen. Die waren am Anfang höher als normal und auch höher als bei der letzten Bundestagswahl. Und dann ist sie aber eingebrochen, die Antragszahl. Also die, offensichtlich haben diejenigen, die sich fest vorgenommen haben zu wählen, alle schon Anfang Januar ihren Briefwahlantrag gestellt. Es ist ja in den Ferien, es ist über das Karnevalswochenende und kalt ist es außerdem. Deswegen gab es eine Menge Gründe für Briefwahl. Deswegen ist die Wahlbeteiligung fraglich. Und im Prinzip wird, es ist ein Stimmungsparameter, wie so eine Kommunalwahl oder so, 500.000 Leute dürfen abstimmen. Da bin ich auch für die Union relativ optimistisch. Wir haben ein Problem. Die Erststimme ist ja noch relativ klar. Da kann man dann in Stegel-Zehlendorf mich bestätigen. Bin relativ wahrscheinlich, dass das unberufen und da klappt. Also Ihr Wahlkreis ist auch betroffen? Mein Wahlkreis ist auch betroffen. Irgendwie sind alle Wahlkreise betroffen. Manche stärker, manche weniger stark. Spannend ist es vor allen Dingen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Da kann Klaus-Dieter Gröhler von der CDU Michael Müller schlagen. Hat auch gute Aussichten. Also müsste Müller wieder raus? Nee, Müller ist über die Liste abgesichert. Aber dann würde ein anderer SPD-Abgeordneter dafür... wird geopfert. In Anführungsstrichen. Interessant ist auch Pankow, weil da auch... Da waren die 40 meisten Fehler. Da waren die meisten Fehler. Und Manuela Anders-Granitzky von der CDU hat eine Chance, Stefan Gelbhardt zu schlagen. Nicht ganz, den Grünen nicht ganz leicht. Aber wir haben vor allen Dingen ein Problem. Wir müssten die Leute ja nicht nur von den Erststimmen überzeugen. Da ist ja relativ klar, kann man den oder Kandidaten oder die Kandidatin wählen. Da müssen sie eben auch von den Zweitstimmen überzeugen. Und bei den Zweitstimmen hat es eigentlich nur einen Effekt, nämlich der Bundestag bleibt so groß, wie er ist, oder er wird kleiner, wenn es weniger Zweitstimmen gibt. Und wenn man das mit den Bürgern am Stand diskutiert, dann sagen die, oh, ist das eigentlich eine gute Idee, da will ich nur mit Erststimme. Und die Zweitstimme macht dann den Bundestag kleiner, das versuchen wir sozusagen mit Argumenten. Aber das ist natürlich eine sehr spezielle Konstellation. Ansonsten läuft der Wahlkampf für die Union sehr gut. Das liegt natürlich auch daran, dass die Ampel einfach in einem ganz, ganz traurigen Zustand ist. Was könnte denn im schönsten Fall für die CDU passieren? Das ja im schönsten Fall haben wir einen Abgeordneten mehr und mehr Direktwahlabgeordnete. Einen, ja. Das wird die Regierung Scholz jetzt nicht aus den Angeln heben. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also es steht ja auf dem Wahlplakaten Ampel abwählen oder so ähnlich. Das wird nicht gelingen, egal. Ja, das steht da auch nicht drin. Man kann der Ampel ein Zeichen setzen, so wie jetzt die Landratswahl und so ja auch immer bundespolitische Signalwirkung hat, so wird das Ergebnis in Berlin natürlich eine Signalwirkung haben und mutmaßlich eine, dass die Leute unzufrieden mit der Ampel sind. Ja, na gut, also das große Donnerwetter wird es vielleicht geben, aber das große Beben dann nicht. Nee, ein Beben wird diese Wahl nicht auslösen. Ja, gut. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was alle beschäftigt, auch natürlich im Bundestag. Plötzlich haben sie Leute im Nacken sitzen, die vorher nicht da waren, nämlich die Gruppe der abtrünnigen Wagenknecht-Leute, die sitzen hinter ihnen jetzt, nicht? Ihnen quasi nicht bildlich gesprochen, sondern real gesprochen. Nein, die sitzen da, wo die Linke saß, nur auf den hinteren Plätzen und nicht auf den vorderen Reihen. Ja, und was sagt man denn jetzt so? Haben die jetzt Gruppenstatus schon oder wird das noch beraten? Das wird beraten. Die kriegen einen Gruppenstatus. Das ist auch klar. Die Frage ist, mit welchen Rechten das verbunden ist. Es hat natürlich folgende Nachteile, die wir eigentlich aus der Lehre der Weimarer Republik vermeiden wollten. Wir haben eine Zersplitterung des Parteiensystems. Also die Konstruktion nach dem Krieg war ja, dass wir große Volksparteien haben, Sozialdemokraten, Christdemokraten, die in sich ja durchaus ein großes Meinungsspektrum wieder. Da gab es die Sozialflügel und den Wirtschaftsflügel und
Die haben dann untereinander Meinungen ausgefochten und es dann in den Bundestag getragen. Jetzt gibt es wie in vielen anderen Ländern auch eine Tendenz, dass das jeweils immer einzelne Parteien sind. Jetzt hat sich ja die Linke gespalten. Die AfD kriegt jetzt nochmal Konkurrenz von Herrn Maaßen und so. Diese Zersplitterung ist kein gutes Zeichen für die Demokratie, weil es die Regierungsfähigkeit erschwert. Man sieht ja jetzt schon, dass drei Parteien in einer Ampel deutlich schwieriger zu managen sind als zwei Parteien. Jetzt stelle man sich vor, man hätte fünf. In Israel, glaube ich, sind es gerade aktuell 9. Und, elf sogar. Oder 11. Das macht das Regieren nicht besser und ist deswegen für Deutschland als Land nicht besser. Wir haben aber diese Tendenz zur Aufsplitterung. Am Ende des Tages entscheidet das der Wähler, ob sie jetzt dem Sarah Wagenknecht Bündnis eine Unterstützung geben oder nicht. Ja, Sie haben an Sarah Wiener wahrscheinlich gedacht. Die ist aber für die Grünen im Europaparlament. Ja, die hat damit eigentlich nichts zu tun. Ja. Und sie kandidiert auch nicht erneut. Also sie hört jetzt auf im Sommer. Wenn ich mir das so angucke, da kommt ja Herr Maaßen, Sie haben ihn schon erwähnt, mit seiner Werteunion als Partei, räumen Sie der eigentlich Chancen ein oder sogar eine Bedrohung für die CDU? Nein, nicht wirklich. Also es könnte sein, dass sie in Thüringen oder so über die 5%-Hürde kommen könnte, glaube ich aber eher nicht. Aber muss man sehen, dass sie eine etablierte zusätzliche Partei zwischen AfD und CDU wird, da gebe ich ihr keine Chancen. Und ganz am Wochenende gibt es ja immer die Umfragen und alle gucken dann drauf, Sonntagsumfragen, da liegt die Bündnis von Sarah Wagenknecht bei 3%. Und vorher war es in den Umfragen schon bei 10 und 14. Ist der Höhenflug schon zu Ende? Abwarten, Tee trinken. Man weiß ja nicht so ganz genau, wir haben jetzt einen gut inszenierten Parteitag gemacht, aber es ist ja ein ziemlicher Gemischtwarenladen an Programmatik. Ob die sich wirklich stabilisieren, der erste Test für die ist die Europawahl. Ja, die ist am 9. Juni. Und da gibt es keine 5%-Klausel, muss man wissen. Ich dachte früher immer, gab es eine 3%-Klausel. Die ist auch nicht mehr da. Das heißt, wann wird dann einer gewählt? Mit wie vielen Stimmen? Oder ein Nee? Ich glaube, sozusagen de facto liegt das zwischen 1 und 2%. Wir haben 99 Abgeordnete, da kann man sich ja ausrechnen, dass man irgendwie sowas haben muss. Aber deswegen haben wir ja viele kleine Parteien im Europäischen Parlament, die wir sonst eigentlich gar nicht kennen. Das heißt, ich könnte morgen eine Partei gründen und mich bewerben? Müssen Sie sich beeilen, weil bald sind die Fristen vorbei. Und naja, es stehen ja irgendwie 30, 40 Parteien auf dem Wahlzettel in der Europawahl. Und die kommen dann doch überwiegend nicht rein. Und gut ist es nicht. Also wir brauchen bei der Europawahl ein klares Zeichen der Mitte, weil wir ja aus einigen Ländern Rechtspopulisten, auch ein paar Linkspopulisten im Parlament haben wollen. Und wenn die zu stark werden, wäre es gut, wenn der größte Block, der aus Deutschland kommt, an Abgeordneten möglichst ein Stabilitätsanker ist. Wir können kein Interesse an einem chaotisierten Europa haben. Lesen Sie denn hin und wieder die Umfragen für das Europaparlament? Ja, natürlich liest man Umfragen, die, ich glaube, die sind schwer abzulesen, weil sie sich ja aus 27 nationalen Umfragen begründen. Und ich kenne die politischen Verhältnisse in allen 27 EU-Staaten jetzt nicht so gut, dass ich dafür wirklich ein Gefühl dafür entwickle, wie geht denn das jetzt in Polen aus, wie geht denn das in Frankreich aus. Und das sind ja auch große Länder mit vielen Abgeordneten. Aber die CDU wird wahrscheinlich wieder vorne liegen. Da steht von jetzt, aus heutiger Sicht an, haben wir da Aussichten, ja. Aber man soll den Abend bekanntermaßen nicht von dem Morgen loben. Interessiert das eigentlich die Wählerschaft, die Europawahl, wenn Sie so Ihre Wahlkreis Sitzung machen? Ja, ich habe Europa so ganz am Rande? Im Vorgriff auf die anstehende Europawahl halt eines meiner Wahlplakate, Deutschland schreibt man mit EU, was sehr gut ankommt in Social Media und so und auch für sehr viel Zustimmung, gerade in meinem Wahlkreis. Die AfD hat ja jetzt gerade vorgeschlagen, man solle nach dem Vorbild des Brexits auch einen Dexit abstimmen. Ich kann nur sagen, das ist schon für England ist das nicht gut bekommen.
wirtschaftlich ziemlich katastrophal. Interessant ist auch, dass das ja auch migrationspolitisch motiviert war und die jetzt mehr Migranten haben denn je, auch mehr illegale Migranten als je. Das heißt, das Abstreifen der EU-Regeln hat ihnen nicht geholfen bei der Frage, im Gegenteil. Und für Deutschland wird das noch viel schlimmer. Wir sind mitten in dem Kontinent, stellen wir mal vor, die Grenzen sind wieder zu, keinen gemeinsamen europäischen Markt, da können wir aber ja gleich ein paar Millionen Arbeitslose dazu buchen. Also ist völlig irre, die Forderung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beteiligung höher ist als in früheren Jahren, auch weil die Zeiten politisierter sind. Deutschland mit EU, ja, das ist einprägsam, das ist gut. Lass uns noch mal reden über das, was, glaube ich, am 23. November letzten Jahres passiert ist in der Villa bei Potsdam. Ja, da werden jetzt Zitate verbreitet, die ja offenbar nicht durch das Parteiprogramm der AfD gedeckt sind. Wollen wir darüber mal reden? Ja, was ist da wirklich denn passiert, dass es so einen wahnsinnigen Aufruhr gab? Wenn ich das, was bekannt ist, lese und das dann vergleiche mit dem Wahlprogramm der AfD, dann ist das nicht deckungsgleich. Wie kommt denn so eine Schmäh plötzlich zustande? Ja. Wollen wir darüber nach der kurzen Pause reden? Dann können wir noch gerne in der Pause darüber nachdenken. Ja, bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit unserer Sendung aus dem Bundestag, heute mit Thomas Heilmann von der CDU in Berlin, früher Justizsenator in Berlin gewesen. Fünf Jahre waren es. Fünf Jahre. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, heute mit Thomas Heilmann. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Klimaunion, war 5 Jahre Justizsenator in Berlin und darüber wollen wir jetzt mal reden, was da hinter den Kulissen auf der Justizebene sich abgespielt hat im November am Lenitzsee. Die Justiz war Gott sei Dank nicht beteiligt, aber die Korrektiv hat herausgefunden, das ist ein Strategietreffen von AfD-Politikern, sonstigen Rechtspopulisten und eben Personen gibt, die klar verfassungsfeindlich sind und noch eingestuft sind und bei der die AfD theoretisch einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat. Und die AfD hat eine Tendenz, immer weiter nach rechts außen zu rutschen. Das hat ja auch was mit den Personen zu klären. Also erst war es Herr Lucke, dann war es Frau Petri, die ist auch nicht mehr da, dann war es Herr Meuthen, auch nicht mehr da. Und so rutscht die Partei halt immer weiter nach rechts. Und eines der Hauptthemen, die Sie auch im Bundestag jetzt immer öfter erwähnen, ist das von Ihnen sogenannte Remigrationsthema, bei der Sie hier lebende Deutsche und Ausländer, aber die Deutschen dann mit Migrationshintergrund, aus Deutschland auch mit der notwendigen Gewaltanwendung hinausbefördern wollen. Das ist natürlich nicht nur verfassungswidrig, sondern unfassbar unmenschlich und hat ähnlich wie der Hass auf die Juden ja eigentlich gar keinen rationalen Hintergrund. Das bedroht unser Land und hat ja dann auch zu der sehr erfreulichen Gegenreaktion geführt, dass wir große Demonstrationen hatten, die sagen, also wir sind das Volk und wir wollen das nicht und ihr seid die Minderheit. Die AfD distanziert sich ja aber nicht klar davon, was auch ein schlimmes Zeichen ist. Unabhängig davon, von der unmenschlichen Seite ist natürlich auch ökonomisch, also stell dir mal vor, wir würden diese Arbeitskräfte alle verlieren, das ist ein ziemliches Desaster. Deutschland ist als mitteleuropäisches Land immer ein Anwanderungsland gewesen über die Jahrhunderte. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ohne polnische Bergleute wäre das nicht gegangen im Ruhrgebiet. Naja, Dortmund, da wo ich herkomme, war eine Stadt mit 10.000 Einwohnern und 80 Jahre später von 600.000 Einwohnern. Und die kamen fast alle aus dem Osten. Und die Hugenotten, also die Franzosen, haben Berlin übernommen. Jedenfalls gab es mehr Hugenotten als ursprüngliche Berliner. Und so ist die ganze deutsche Geschichte davon geprägt. Und wer Angst hat, dass die deutsche Kultur untergeht, der unterschätzt die einfach, weil die hat halt eine gewisse Stärke und auch eine Anziehungskraft. Und die Tatsache, dass die Leute hierher kommen, hat ja nicht nur ökonomische Gründe, sondern hat eben auch Gründe, dass sie das grundsätzliche Lebensmodell in Deutschland richtig finden. Von einigen Ausnahmen, mit denen wir uns natürlich intensiv beschäftigen müssen, die Israel vernichten wollen und so. Aber das sind ja ganz kleine Minderheiten. Also die AfD hat klar verfassungsfeindliche Züge.
Und die brauchen eine politische Antwort. Und deswegen habe ich eingangs in meiner Frage formuliert, die Justiz, sollte die AfD verboten werden, dann ist das eine Frage der Justiz. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns über die Staatsfinanzierung von der AfD und von den AfD-Fraktionen unterhalten. Ein Parteiverbot halte ich aus zwei Gründen für sehr schwierig. Erstens sind da unfassbar hohe Hürden im Grundgesetz normiert, die das Verfassungsgericht auch sehr streng anwendet. Das heißt, es wird einen jahrelangen Kampf geben. Und in Bremen haben sie ja es nicht geschafft, das Parlament zu kandidieren. Da gab es dann Bremen in Wut. Und also da gibt es ja sofort eine Auffangpartei. Also das heißt, wir müssen uns schon inhaltlich mit den Fragen auseinandersetzen. Wir müssen die Verfassungsfeindlichkeit brandmarken der AfD-Repräsentanten. Aber wir müssen uns auch mit denjenigen beschäftigen, weil zwei Drittel der AfD-Wähler wollen das ja gar nicht. Sondern die wollen halt ein Stoppzeichen setzen und sagen, bestimmte Entwicklungen passen uns nicht. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Und das schaffen wir nicht durch ein Parteiverbot. Also kurz gesagt, ich halte von der Idee, hat sich wenig, ist wenig aussichtsreich und schafft nur einen Opfermythos. Ich persönlich bin mehr dafür, dass wir uns inhaltlich mit den Fragen auseinandersetzen. Was läuft denn bei der Integration von Migranten nicht gut? Da gibt es sicher einiges zu tun. Was ist wirtschaftspolitisch los und so weiter? Wie kriegen wir mit Klimapolitik, wie kriegen wir den Staat besser funktionierend? Also gibt es eine ganze Reihe. Ja, Themen. Aber die erste Frage haben Sie nicht gesagt. Wie schaffen wir es, die Migranten zu integrieren? Wenn die Frage nicht beantwortet ist, wie viele Migranten wollen wir denn eigentlich haben in diesem Land und wie viele Migranten können wir uns leisten? Und wie viel dürfen wir uns leisten? Und wie viel kostet das? Das heißt, diese Frage muss man doch zunächst stellen. Und die treibt doch alle Leute um, egal in welcher Partei. In Ihrer Partei, bei der SPD. Nur die AfD fokussiert ist. Also wir brauchen mehr Kontrolle bei der Frage, wer kommt. Das werden wir nur im europäischen Kontext schaffen. Die Modelle dafür gibt es. Ich sage nur Drittstaatenlösung, EU-Außengrenzen, einstufiges Verfahren bei der Feststellung, ob jemand schutzbedürftig und duldungsfähig ist. Ja, momentan zwei Verfahren, eins im Bund, eins im Land. All diese Dinge müssen wir sozusagen bei der Kontrolle des Zuzugs hinbekommen. Und dann müssen wir uns vor allen Dingen natürlich mit der Bildung und Ausbildungspolitik beschäftigen, weil die Integration findet über Arbeit statt. Und deswegen müssen wir halt davon ausgehen, dass 50% der Schulkinder heute einen migrantischen Hintergrund haben, bei der das zu Hause schon sprachlich anders funktioniert als bei mir zu Hause. Und darauf müssen wir die Schulen einstellen, die wir sozusagen praktisch immer zu internationalen Schulen erklären müssen. Das funktioniert ja, das gibt es ja in der Welt. Es ist ja nicht so, dass das unmachbar ist. Aber das müssen wir natürlich unbedingt machen. Das ist auch eine Geldfrage, ist aber vor allen Dingen eine Ausbildungs-, Einstellungs- und Steuerungsfrage. Wir geben nicht so viel aus wie die Finnen für die Schulen, aber wir sind im OECD-Durchschnitt beim Geldausgeben besser als bei den Resultaten in den PISA-Studien. Finn, PISA gut, Deutschland schlecht. Also da ist einfach einiges zu tun und da müssen wir natürlich, da müssen wir auch investieren, aber wir müssen auch einen gesellschaftspolitischen Dialog auch mit den Lehrerinnen und Lehrern anfangen und sagen, wie muss eigentlich die Schule heute organisiert werden, wo sie ja eine ganz andere Schülerschaft hat als zu unseren Zeiten. Und ja, warum wird das denn nicht öffentlich diskutiert? Warum steht das nicht im Parteiprogramm der CDU oder der steht SPD? Drin. Also wir haben ja mit Karin Prien eine Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, die stellvertretende Bundesvorsitzende ist und die sehr stark sich für Reformen einsetzt, wie ich finde, auch genau an der richtigen Stelle. Und ja, die Union könnte das Thema noch stärker betonen. Damit nimmt man doch der AfD Wind aus dem Segel. Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, das wirkt langfristig. Also wenn wir ab morgen bessere Bildungspolitik machen, bis wir die Resultate sehen, sieht man nur langfristig. Herr Ex-Senator, aber anfangen muss man doch erstmal damit. Ja, ich bin nicht ganz... nicht immer nur reden. Ich bin ganz der Meinung, ich glaube, dass insgesamt die Fragestellung auf die Union zukommt, kann sie liefern, wenn sie wieder regiert? Und hat sie glaubwürdige Pläne,
nicht nur die Probleme angehen zu wollen, sondern sie auch tatsächlich angehen zu können. Ich übersetze das, nicht nur darüber reden, sondern es tun. So, und deswegen wird auch für unsere Demokratie sehr entscheidend sein, sollte die Union ab 25 im Bund wieder Verantwortung tragen, ob sie dann auch wirklich vorbereitet ist, diese Probleme wirksam anzugehen. Ich würde sagen, vier sind zentral. Das eine ist, wir brauchen eine generelle Staatsmodernisierung. Der Staat funktioniert in allen Bereichen nicht gut genug. Das zweite ist das Thema Migration. Das dritte ist das Thema Bildung. Und das vierte, alles ist gleichgewichtig, ist, wir brauchen eine viel wirtschaftliche und viel wirksamere Antwort auf den Klimawandel und die Energietransformation. Das einfach nur mit Geld zuzuschütten, wird nicht funktionieren, sondern wir müssen die Energiewende ökonomischer ausrichten, was nicht heißt, dass es weniger Klimaschutz gibt, aber es muss einfach klügeren Klimaschutz geben und nicht so wie jetzt bei der Ampel, die sozusagen viel Porzellan zerschlägt und dafür mehr Gas- und Ölheizungen erntet. Ich habe es ja schon eingeworfen, Sie sind ja Vorsitzender der Klimaunion in der Union. Das heißt, Sie müssten eigentlich der Vorreiter sein, der mit der Fahne vorwegläuft. Ja, also Sie können sich ganz sicher sein, dass wir rechtzeitig zur Bundestagswahl nochmal zusammenfassend klar machen, worauf es aus unserer Sicht jetzt ankommt. Und dass die Idee der Ampel, wir bauen Solar- und Windkraft auf, was durchaus richtig ist, alleine eben nur zu einer Verteuerung der Energiewende ist, dass sozusagen alles Weitere eines vernünftigen Gesamtkonzeptes leider fehlt. Naja, ein bisschen Zeit haben Sie ja noch und dann kann man da rangehen. Ich will noch mal auf die aktuelle Situation gehen. Der ukrainische Präsident will unbedingt, dass wir Taurus liefern. Wird das eine Rolle spielen diese Woche im Bundestag oder in den nächsten Wochen? Wird sicher eine Rolle spielen, hat eben auch schon in der letzten Woche eine Rolle gespielt, hat ja eine namentliche Abstimmung dazu gegeben. Also es kann sein, dass wir historisch eben immer ein bisschen zu spät kommen, nach dem schönen Gorbatschow sagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn wir der Ukraine, obwohl wir ja sehr viel liefern, ist immer ein Tick zu spät liefern, dann ist das eben in einer militärischen Auseinandersetzung schlecht, weil die Russen immer Zeit haben, zuzugewinnen. Und unabhängig von dem unfassbaren menschlichen Leid, das in der Ukraine entstünde, wenn die Russen da militärisch erfolgreich sind, wir könnten uns auch auf Millionen Flüchtlinge hier einstellen. Und das wird so teuer, das ist ja auch ein Teil des Kalküls von Putin, weil es uns natürlich wahnsinnig schwächen würde, weil wir haben jetzt so 1,3 Millionen ukrainische Flüchtlinge im Land. Jetzt stellen Sie sich mal kurz vor, die Zahl verdreifacht oder vervierfacht sich. Was dann an unseren Schulen, was an unseren Wohnungsmärkten los wäre, ist das verkraftbar? Ja, klar, Deutschland wird nicht untergehen, aber es wäre jedenfalls mit erheblichen Problemen verbunden. Ukrainische Flüchtlinge direkt Bezieher von Unterstützungsgeldern werden. Ja, es geht nicht nur um den Asylprozess durchlaufen. Die geldliche Frage ist auch relevant, aber noch gar nicht die größte. Wo sollen die denn wohnen? Wo sollen die denn unterrichtet werden? Welche Kitas sollen die eigentlich gehen? Wir haben ja jetzt schon keine Plätze. Und zwar in all diesen Fragen nicht. Und wenn da schlagartig da Millionen kommen, also wir hatten 12 Millionen Vertriebene, hießen die ja nach dem Krieg in Deutschland. Aber das war mit Zwangseinweisungen in Wohnungen verbunden. Ich glaube, das möchte niemand in Deutschland zurückhaben. Großer Widerstand. Ja. Ja. Wir werden darüber reden. Das nächste Mal sind Sie schon bald wieder hier, nämlich am 12. Februar. Da analysieren wir das Ergebnis der Wahlen vom 11. Februar. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, Thomas Heilmann, Ex-Justizsenator von Berlin und CDU-Bundestagsabgeordneter. Gut, dass Sie da waren und uns ein bisschen Licht in den Tunnel gebracht haben. Ja, danke. Danke ich mal Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Montag 2015 aus dem Bundestag auf TV Berlin. Herzlichen Dank für heute und tschüss.